Ist das geil. Ich liebe es immer wieder, einfach hier die Startsequenzen von den Maps zu genießen. Diesmal ist es das Yukon Valley. Guck mal, da oben flattert schon einer. Und wir landen hier mit... Da kommt er an. Mit... Alter, wie Captain Baloo landen. Wie Captain Baloo landen wir hier. Und starten hier bei dem Anleger. Mega, mega geil. Alleine deswegen, finde ich, ist es doch mal geil, einfach mal zwischendurch neu. Guck mal hier. Ins Game zu starten. 50 Meter. Hatte ich nicht noch einen Ballermann mit Schrot? Das ist der Ballermann mit Schrot. Männlich. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Mega. Oder sogar doch drei? Da kommt sogar noch einer an. Da liegen die beiden. Zack. Und den haben wir auch. Kragenente. Cool sehen sie aus. Die Kragenenten. Silberwertung. Alles richtig gemacht. Ach, es ist doch immer wieder gut, wenn man mit dem richtigen Ballermann am richtigen Ort ist. Top. Also rennen wir mal hin. Und ich glaube, ich merke schon, der Sound ist mal wieder viel zu laut eingestellt. Ich glaube, so reicht es fürs Game auch komplett. Ei. Und da liegen die beiden anderen Schlingels aus der Luft mit der Schrotpistole, Alten. Mega gut. Was haben wir denn hier? Goldwertung, Alter. Du kannst es dir nicht ausdenken, Alter. Wunderschöne, kunterbunte Kragenente. Sieht ja mega geil aus. Sieht doch richtig schick aus. Guck mal hier. Edler Apparillo, Alten. Männlich. Auf 65 Meter. Ich habe keine Ahnung wie. Wahrscheinlich vor Schreck vom Himmel gefallen, Alten. Goldwertung mitgenommen. Und direkt dann... Doppeltes Gold mit einem Schuss. Wie macht man das? Bäm, mit der Schrotflinte macht man das. Doppeltes Gold. So moke wieder. Mega, Alten. Ach, ist das abgefahren. Ist das abgefahren. Geil. Na, das ist doch mal ein guter Start hier für die Map. Auch hier natürlich wieder eine Map, die ich mit meinem Low-Level 36er-Account gerade das erste Mal betrete. Komplett blank. Bisher noch gar nicht angeguckt. Es gibt noch jede Menge Maps zu entdecken. Und das hier ist halt eine davon. Und ich meine hier, genau, Aussichtspunkt. Und hier ist, glaube ich, schon direkt die erste Base. Das gucken wir uns natürlich auch direkt hier an. Wir marschieren erstmal ganz entspannt hier grob in die Richtung, würde ich sagen. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns hier an Strecke, Rudde. Ja, der Wind ist mittelprächtig. Der Wind steht nicht so ganz gut. Heißt, er kommt gerade aus Richtung Norden und wir müssen so nach Süd-Südwest. Das heißt, das wird gleich ein bisschen tricky. Wobei ich glaube, ich da hinten auf der Landzunge, da gibt es glaube ich eh keine Tiere. Aber hier oben auf dem Hügel, da müssen wir dann doch nochmal die Augen offen halten. Na, da haben wir doch schon hier den großen Aussichtsturm direkt vor der Nase. Das ist ja mal nicht schlecht. Ich bin übrigens immer noch mit den Pistolen unterwegs. Immer noch großes Pistolen pushen.
auch ein wenig tatsächlich in der Community. Gerade geht es so ein bisschen ums Weitschuss-Challenge mit den Pistolen. Das wird natürlich auch noch wild. Da muss ich noch ein bisschen was toppen. 200, 300 Meter sollte man noch irgendwie hinkriegen, oder? Mit so einer Pistole? Das wäre mal nicht schlecht hier. Schön mit dem Herrn Sundberg, Alter. Auf Max Range. Das wäre doch mega geil. Übrigens, wenn du Bock hast, der Link zum Discord, zur Community unterm Video. Ja, und dann geht's da ans Eingemachte. Natürlich auch in verschiedenen Games. Russian Fishing 4, The Hunter, Euro Truck Simulator und. So, rennen wir erstmal rauf hier. Ja, und da sind wir auch schon oben. Tatsächlich sogar eine Challenge, eine Aufgabe hier erledigt. Aus dem... Ah, guck mal da. Da ist die nächste Base. Perfekt. Also, gucken wir uns das Ganze mal eben hier an. Die ganze Area. Und bevor ich gleich irgendwas verpasse, stöpsel ich mir auch nochmal den Ton auf der anderen Seite ein. So. Dann hören auch die Tiere aus allen Richtungen. Und dann kann es losgehen. Genau. Das markieren wir uns nochmal eben. Perfekt. Ja, und ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Base. Laden uns erstmal wieder voll mit verschiedenen Munis. Und ich gucke natürlich auch noch, welche Lockmittel wir hier brauchen. Oh, ist das nice. Guck mal hier. Guck mal hier. Elche. Da fangen wir ja direkt ganz groß an hier an der Map. Ach, abgefahren. Ich bin hier schon fast an der Base. Abgefahren. Ja, nice. Wir gucken gleich mal rein, was wir für Tiere hier überhaupt haben. Sehr, sehr nice. Also wir haben hier im kleinen Bereich sowas wie die Kragenente Klasse 1 und den Rotfuchs Klasse 2. Das heißt, dafür brauchen wir natürlich dann passende Lockmittel. Dann haben wir aber auch noch den Grauwolf Stufe 5 und Karibu in der Klasse 6. Und Grizzlybär, Elch und Bison haben wir hier auch noch für die Klasse 7, 8 und 9. Das heißt, wir müssen uns schon ziemlich komplex aufstellen. Dementsprechend haben wir natürlich im Moment hier alle Ballermänner dabei, beziehungsweise dann auch passend die Munitionsarten. Zum einen hier eben empfohlen für die Klasse 1 das Vogelschrot, natürlich hervorragend gerade für die Krakenente, haben wir ja gerade schon gesehen. Läuft echt gut. Man muss halt ein bisschen drüber aimen. Hat eine sehr hohe, hier effektive Schussreichweite, 25 Meter. Und das merkt man drastisch. Also ich habe jetzt gerade bei diesen 50 Metern deutlich drüber geaimt. Ja, Bullet Drop, also da ist die Flugbahn der Geschosse schon ziemlich krass. Genau, was haben wir dann als nächstes? Ja, wir können natürlich mit dem gleichen oder den gleichen Revolver eben auch nutzen. 2 bis 5. Das heißt, wenn wir dann irgendwie vielleicht doch mal mehr unterwegs sind im Inneren, wo wenig Enten sind, also im Landesinneren ohne viel Wasser, dann kann man natürlich auch umstellen auf Kaliber 45, den Colt 2 bis 5. Da passt das dann doch sehr gut für den Rotfuchs. Und theoretisch noch bis zu dem Grauwolf. Gleiches zählt natürlich dann auch hier für die Magnum. Unterschied natürlich hier der Durchschlag und die Aufpilzung. Das heißt also, wenn wir irgendwo durch wollen, ja, macht es hier vielleicht mit der Magnum Kaliber 357 eher Sinn. Und wenn wir dann doch ordentliche Löcher reinbrezeln wollen, ich würde sagen, vielleicht eher in den unteren Leveln. Wobei, wir sind eh maximal halt bis zu dem Wolf. Also wir haben entweder den Rotfuchs mit der Stufe 2. Können wir natürlich auch mächtig mit dem Kaliber 45 erledigen. Oder dann halt den Wolf mit Stufe 5 und ähnliches halt hier. Wobei hier, ja, Stufe 6, das ist schon nicht schlecht. Andererseits könnten wir natürlich auch für den Grauwolf diesen Apparillo schon nehmen, die Kaliber 44 Magnum, haut ganz gut rein. Und natürlich auch unseren geliebten Herrn Dr. Sundberg, der ist auch diesmal mit dabei, unser Tierarzt.
für die hoffnungslosen Fälle. Und den verwenden wir natürlich auch hoch bis zur 9, bis zum Prärie Bison. Und da bin ich ja echt übelst gespannt, wobei ich da eigentlich schon ein bisschen bang vor bin. Denn wir haben hier zwar die Aufpilzung, aber viel zu wenig Durchschlagskraft für so einen Bison. Ideal ist das nicht. Da müssten wir wahrscheinlich doch dann eher auf die bessere Muni warten. Also ich rüste jetzt mal eben aus hier die ganzen Lockmittel, die passenden, und dann legen wir los. Ja, wir haben gar nicht so viel dabei bei den Lockmitteln. Das heißt, wir haben fürs Karibu hier die Rassel mit dabei und für den Elch die Tröte. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht genutzt. Die habe ich ja jetzt relativ neu. Und dann haben wir eigentlich nur noch für die Jäger, für die Predator. Wir haben für den Rotfuchs hier die Tröte, beziehungsweise für den Grauwolf. Und für den Grizzlybären, haben wir denn überhaupt den Grizzlybären? Haben wir denn da was zum Tröten? Wo ist er denn? Iberischer Grauwolf, Bären allgemein steht da mit drin, ne? Genau, ja. Da steht er nicht drin. Genau, das heißt, hier haben wir für die Großen Wolf und Bär und hier eben auch noch bis zu dem Fuchs. Und damit sind wir damit ganz gut ausgerüstet. Wir haben noch einiges am Platz und ich habe überlegt, Mensch, wollte ich doch schon lange mal machen. Ich nehme diesmal hier diesen Hochsitz einfach mal mit. Dreibein-Hochsitz, sehr gut. Das heißt, sollten wir mal von einer Wolfsherde umzingelt werden, hocken wir uns da auf diesen Hochsitz und versuchen schön entspannt von oben den Übersicht zu behalten und die Situation zu klären. So, Attacke Vollgas. Wir machen uns auf die Socken. Halt, was sagt das Wetter? Ja, passt. Uhrzeit schmeckt, Luke dicht und wir machen uns auf die Socken. Ich würde sagen, ja, Richtung Norden, das passt doch hervorragend. Und wir machen uns einfach mal so grob erstmal so in diese Richtung auf und gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Wir hatten ja da hinten auch schon Elche, zumindest vorhin noch. Da stehen sie tatsächlich immer noch. Auch wenn es nur zwei Weibchen sind, wäre das natürlich schon mal eine Möglichkeit, hier auf den Elch zu gehen. Wobei mir das natürlich jetzt nicht so sehr schmeckt. Ich meine, einerseits möchte ich natürlich auch so ein bisschen diese Weitschuss-Challenge mitmachen. Mit dem Ballermann. Aber dann ausgerechnet auf dem Elch. Ich meine, ich hätte ein großes Ziel. Aber wenn ich den dann ganz bescheiden treffe, rennt der Elch natürlich auch erstmal noch 4 Kilometer weit weg, bis er dann irgendwann kläglich dann doch umfällt. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich laufe erstmal ein bisschen los und dann sehen wir weiter. Aha. Guck mal einer an. Der alte Babbo hockt einfach schön hinter den Kühen, gut versteckt im Gestrüpp. Und von hinten sehen wir seine rosaroten Schuhe. Sehr schön. Siehste, da sollten wir uns vielleicht doch mal langsam anpirschen. Guck mal da. Denn, guck mal, der ist auch gar nicht so schlecht. Jetzt kann ich ihn schon gar nicht mehr richtig markieren, wa? Tatsächlich, ey. Der ist doch gar nicht so schlecht und das Geweih hat auch eine vernünftige Größe. Ich krieg den nicht markiert, ne? Ne, doch jetzt wieder. Da. Stufe 3. 500 bis zu 545 Kilo könnte er sein. Das ist doch mal nicht schlecht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir da an die Elche drankommen? Sollen wir versuchen, die anzulocken? Ja, ich glaube, das macht am ehesten Sinn. Ich hocke mich hier vorne ins Gestrüpp und rüste schon mal die Tröte aus. Na, guck mal, wir sind doch ordentlich rangekommen noch. Richtig schon ein ganzes Stückchen noch Strecke gemacht. Ich kann sogar noch mal ein bisschen näher. Wir sind jetzt hier bei knapp 100 Meter. Je näher, umso besser, umso weniger weit müssen die halt laufen. Aber ich glaube, ich fange schon mal langsam an zu tröten. Das ist die Karibu-Rassel. Und da ist die Elchtröte. Ah.
klingt ja traurig, Alter. Sag mal, bin ich hier eigentlich getarnt in dem Gestrüpp? Ja, bin ich. Ui, das hatte ich aber schon. Hier, so. Gut getarnt. So. Ist das die richtige Tröte? Ja, ist es. Ich dachte schon gerade, Alter, was ist da denn? Eine Vuvuzela bei Niederlage? Ja. So, die Mädels lassen wir natürlich außer Acht. Aber Ette hier, 60 Meter, den nehmen wir gerne mit. Der gute Herr Sundberg darf seines Amtes walten. Das war, glaube ich, ein ganz guter Schuss, der erste. Und der war, glaube ich, straight up daneben. Aber so soll das sein. Der Herr Sundberg weiß einfach, wie das geht. Puh. Jawohl. Ja. Wildes Geweih hat er sich da stehen lassen. Bisschen sehr extravagant. Aber muss es geben. Warum auch nicht? Einmal eher so ein bisschen breit, einmal ein bisschen, naja. Ja, das, schmeckt. Und wenn er so ein saftiges Steak als Herz vor sich her schleppt, kann man das natürlich ganz gut auf die Range auch anaimen. Und kriegt ihn mit einem Schuss ins Herz. Top. Silberwertung, passt. Schön. Den Elch mitgenommen. Alter, und jetzt geht's hier los, ne? Ein Grund, warum diese Map so geil ist. Es fängt an zu schneien. Die Schneeflöckchen fallen runter und es wird einfach alles weiß. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das ist so geil gemacht. Super coole Sache. Jetzt gucken, jetzt müssen wir natürlich nochmal eben gucken, wie war das mit dem anderen? Den hatte ich doch getroffen. Ich hoffe, ich habe ihn gut getroffen. Ich glaube, da hinten sind sie, ja. Da hinten sind sie. Da ist auch der Elch, der Angeschossene. 50%. Jetzt habe ich natürlich die Range nicht. Entfernungsmesser auf 200 Meter. Das ist er hier. Die sind beide getroffen auf 50%. Ich habe doch beide getroffen. Aber das ist natürlich jetzt ein wichtiger Punkt. Das juckt die natürlich jetzt gerade nicht so wirklich, ne? Ei, ei, ei. Ich hoffe, ich kriege die irgendwie... trotz ihrer Blessuren... noch ein bisschen... unter Kontrolle, ey. Das wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich die dann doch irgendwie nochmal... stoppen könnte, wie auch immer. Und den dann doch nochmal ein schnelles Ende setzen kann. Nee, Alden, dich wollten wir jetzt nicht. Ein Karibu. Gok, 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 gok. Umherziehend. Stufe 4. Genau richtig. Der Elch kommt an. Das Karibu. Denkt sich auch, Alden. Ich mach mich mal lieber auf die Socken. Ei, ei, ei. Bis zu 321 Kilo. Das ist natürlich mies, ne? Da komme ich jetzt gar nicht dran, ey. Ja, das ist natürlich dann immer dieser Nachteil, wenn man mit so kurzen Waffen unterwegs ist. Da vorne sind immer noch die Elche. Immer noch auf 50%. Ich calle hier nochmal weiter. Ich hoffe, ich kriege die ran. Ja, du bist später dran. Ruhig, 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 Brauner. Oh Mann, das Karibu ist direkt hinter mir, ey. Du kannst es dir nicht ausdenken. Warum ist das Karibu denn direkt hinter mir? Warum verfolgt es mich denn? Und noch eins.
Ich muss mal in Deckung gehen, Alter. Da kommen noch welche. Alter, da kommt eine ganze Gang. War da vorne ein Stufe 4er? Das ist der Elch, Stufe 3. Das ist ein Stufe 4er, das ist so ein Alpha, ey. Auf 116 Meter. Auf 88 Meter das Karibu. Und es kommt näher. Das versuche ich. Der Sundberg ist klar. Oh mein Gott, 50 Meter ist es. Das kommt ja aber, das kommt ja richtig close. Komm, dreh dich doch mal ein bisschen um, Alden. Dreh dich doch mal ein bisschen zur Seite, Alter. Ich will nicht so frontal. Ach du Scheiße. Wir machen einen auf locker, wir machen einen auf locker hier. Erstes Karibu. Erstes Karibu, direkt gelegt. Moinsen, Alter, stattliches Dingen. Silberwertung nur. Ach krass. War nicht ganz so heftig, einfach vom Geweih her. Aber schon mal nicht schlecht hier, ey. Schon mal nicht schlecht. 2,85. Rabams. Und durch das Rasseln hat es wirklich was gebracht. Wir haben hier noch ein paar Kandidaten. Müssen wir doch mal draufhalten, eine Runde. Ja, und auch das draufhalten. Raps, raps, raps gegen Ratzfatz. Und wir schaffen es tatsächlich hier mit weiteren Silberwertungen bei den Karibus die Waffen weiter zu pushen. Den Ballermann. Abgefahren. Dafür sind natürlich solche Herdentiere übelst dankbar, wenn man die dann hier hat. Guck mal, da hinten würde sogar immer noch welche rumstehen. Da hinten rennen sie. Weil die einfach so leicht anzulocken sind. Sehr nice. Und da vorne haben wir dann den nächsten. Und ich meine, da kann man eben auch einfach mal 3 Stück in Folge mitnehmen. Wenn die so eng beieinander stehen, geht das doch ganz gut, ey. So, da haben wir jetzt noch den dritten Kandidaten, eine Bronzewertung, aber bei jedem jeweils schön auch in die Lunge rein, sehr schnell zu Ende das Ganze. Sollen wir den auch noch mitnehmen? Der ruft ja regelrecht. Ich würde sagen, oh, da ist er doch, da ist er doch. Da ist er doch. Direkt hier im Gebüsch. Close. Rabams. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das aussieht demnächst mit der größeren Durchschlagskraft. Also, das wird natürlich dann entscheidend mit der Durchschlagskraft. Wie sieht das aus bei den normalen Herdentieren hier, bei den größeren Tieren, Bisons und Co., bei den Elchen natürlich auch super wichtig, dass man da dann ordentlich reinkommt, dass die nicht mehr so weit wegrennen können, das wäre halt schon wichtig. Hier haben wir sogar auch noch einen und dann war doch hier noch einer, oder?
Nee, das war der gerade markierte. Okay. Ich mach mal wieder ein bisschen was an Strecke hier. Wir müssen ja weiterkommen. Aber ich glaube, wir kommen gar nicht wirklich weiter. Alter, hier ist ja alles voll, ey. Hier ist ja alles voll. Tja. Trinkend. Naja, wir machen doch, wir machen noch ein bisschen Strecke. Ich meine, die Elche, das ist, glaube ich, nicht ideal. Man sollte einfach nicht versuchen, auch wenn die Munitionsart dafür theoretisch passend ist, praktischerweise mit der großen Aufpilzung macht das nicht wirklich viel Sinn. Nah wäre es eine Möglichkeit, ne? Ganz nah dran gepirscht, sieht man ja, kommt man da auch natürlich ganz gut hin. Man kommt auch weit genug rein, um im auf kurze Distanz quasi auch ins Herz zu treffen. Aber richtig sinnvoll ist es nicht. Also, Strecke machen. Und du kannst dir nicht ausdenken. Aber ich habe die nächste Base erreicht. Und wieder nicht ein Tier gesehen. Eins. Naja, nicht mal gehört. Sondern es gab nur eine Anzeige, die ich dann viel zu spät gesehen habe. Ohne Sound. Ganz, ganz wild. Ich bin jetzt komplett hier durchmarschiert. Von hier. 1,2 Kilometer. Nichts. Ob das daran liegt, weil ich hier oben im hohen Norden bin? Kann doch nicht sein. Hier muss es doch was geben. Eigenartig. Ich überlege schon, ob ich einfach mal eine Runde pennen sollte. Und mich dann am nächsten Morgen früh vielleicht auf die Socken machen soll. Vielleicht eine bessere Idee, oder? So. Nächster Versuch. Ausgepennt. Ah. Die Sonne geht gerade auf. Mega geiles Licht hier. Sehr, sehr, sehr cooles Szenario wieder. Super schick gemachte Map auch. Und der Wind steht auch ziemlich praktisch. Und dementsprechend richten wir uns einfach nach dem Wind. Und gehen straight up hier oben zu den beiden Gewässern ab in den Norden. Und dann gucken wir uns das da oben mal an. Wow. Die erste Grauwolfspur, die ich habe. Das wäre natürlich nicht schlecht. Und hier auch. Stufe 5, 67 Kilo männlich. Noch einer. Treffen wir hier etwa nochmal auf eine Gang Wölfe? Das wäre ja noch krass. Losung sehr alt bei den Wölfen. Bedeutet ja aber nicht zwingend, dass wir nicht... Da! Alter, und ich sag's noch. Dass wir nicht doch in der Nähe sind. Da ist er. Stufe 6, schwer. Stufe 5. 100 Meter. Ich lock die an. Warnruf Karibu direkt vor der Nase. Ja, was mache ich denn jetzt, Alter? Wölfe jagen? Weißt du, erst hier eine Stunde lang nichts zu sehen. Jetzt kommen hier auf einmal die Wolfsrudel vorbei. Dann noch die Karibus stehen hier rum und grunzen. Und eine Elchspur habe ich auch schon jetzt getroffen. Wir gucken einfach mal, was sich ergibt. Schön leise vorwärts schleichen hier. Augen offen halten. Ich habe vorsichtshalber die beiden großen Ballermänner natürlich durchgeladen. Und zum anderen auch mit das Scope runtergenommen. Nahkampfbereit sozusagen. Das Scope ist da immer nur hinderlich. Und ich glaube, hier vor mir ist doch was, oder? Hello, my friend.
Karibu Stufe 3 trinkend. Mich würden tatsächlich natürlich die Wölfe mehr interessieren als ein Lobob Karibu. Zumal das wahrscheinlich gleich auch eh weggeschreckt wird von dem Mief. Aber die Wölfe sind auch nicht wirklich zu sehen. Sind die in die Richtung abgehauen? Ja, das Karibu wundert sich jetzt. Ja, ja. Und haut bestimmt jetzt gleich ab. Na komm. Nehmen wir es mal mit. Das war jetzt nicht mit dem Dr. Sundberg. Hat man wahrscheinlich gemerkt. Das hat auch weniger Wham gemacht. Wham. Aber Vorteil hier, Kaliber 44, das ist der Ballermann mit der großen Durchschlagskraft. Und das nehmen wir doch auch gerne mal mit. Auch bei den Wölfen und so. Da hoffe ich dann in der Regel, ja, entweder direkt auf einen Lungentreffer, Doppellunge oder sowas. Das wäre nicht so schlecht. Hat bei ihm jetzt hier so frontal natürlich nicht funktioniert. Und da ist er auch schon. Und ich glaube, ich habe Wölfe gehört. Ja, da sieht man die große Durchschlagskraft, ne? Kaliber 44, Radams bis hinten in den Magen. Mitgenommen. Und tatsächlich Wolfsspuren und Wolfsrufe. Ich gehe nochmal rein. Das hier sind alles Wolfsspuren. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie viele das hier sind. Ist das hier auch ein Wolfsfressplatz, maybe? Ja. 9 Tiere. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall beide Ballermänner. Aikimbo, Dr. Sundberg, Kaliber 44 Wildcat. Let's fetz. Und da vorne rennen sie wieder. Es ist eine Wahnsinnshatz. Man kann es nicht anders bezeichnen. Wahnsinn, wie lang ich den Viechern jetzt hier schon hinterher renne wieder. Kilometer um Kilometer. Der hat doch gesessen. Ja, was für eine Wahnsinnshatz bisher, ne? Unglaublich, unglaublich, wie viel Strecke ich schon wieder gemacht habe. Mittlerweile hoffe ich ja schon regelrecht, dass sie mich angreifen. Weil ich schon eigentlich nicht mehr hinterher rennen will. Wahnsinn! Was für eine Rennerei hier, quer durch die Area. Kreuz und quer, der hat wenigstens mal gut gesessen. Aber das war heute mitunter das Schwierigste an Jagd, was ich seit langem hinter mir habe. Ich habe ja gehofft, dass ich wenigstens, dass die dann irgendwie aggressiv werden. Die hauen nur noch ab. Wird man überhaupt noch gefressen auf der Map? Von den Wölfen? Die fletschen so die Zähne. Aber so richtig? Oh, guck mal hier, wie schlecht. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Aber so richtig? Aggro und gefährlich? Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Alles wieder abgehauen. Sehr frisch. Ich weiß es nicht. Wurden die irgendwie überarbeitet?
Das ist doch keine Wolfsjagd mehr. Und wo ist denn... Wo ist denn... Die Unruhe, die innere und das Selbstgejagtwerden-Gefühl, wenn man sich hier hinbegibt und denkt, Alter, hoffentlich werde ich nicht gefressen. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Hundi Wauwau, Alter. Ja, ich bin jetzt hier einmal schön komplett im Kreis gelaufen. Marschiert ohne Ende heute. Sensationell. Ich glaube, die Map packe ich erstmal nicht so schnell wieder an. Weidmanns Heil, ihr Lümmels. Bis zum nächsten Mal. Im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.